identifizierte sich, dieser Kerl identifizierte sich als Frau beim Powerlifting. Was dann passierte, war einfach verrückt. Avi Silverberg war der Teamtrainer der kanadischen Powerlifting-Mannschaft und er war komplett frustriert. Er trainierte bereits seit einem Jahrzehnt und musste neuerdings mit ansehen, wie seine Schüler immer wieder gegen eine Transfrau verlieren. Das überrascht mich jetzt wenig, dass die Transfrau die anderen Frauen beim Gewichtheben abzieht. Ist ja auch ganz klar, die haben einen biologischen Vorteil. Aber was hat jetzt der Trainer gemacht? Hieß Anne Andres und stellte einen Bankdrückenrekord von 125 Kilogramm auf. Sie verspottete seine Schüler für ihre schwachen Leistungen. Avi hatte genug davon und wollte seine Schüler verteidigen. Also entschied er sich dafür, selbst teilzunehmen. Er setzte seine Pronomen auf, was mich gewinnen lässt, und meldete sich für die Frauenkategorie. Ja, wenn er sich jetzt als Frau fühlt, dann sollten wir seinen Rekord anerkennen. Und es gibt immer noch Leute, die denken, dass beim Sport wie Gewichtheben das Geschlecht egal ist. Ja, dann lassen wir doch gleich Mike Tyson in seiner Prime gegen Frauen boxen.